bevor das Video anfängt, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass wir heute ab 17 Uhr auf Twitch unter twitch.tv/nickroll einen Livestream machen werden. Wir werden uns wie immer auf Server 2 Autumn Star treffen. Der Link zu Twitch ist in der Videobeschreibung. Ich würde mich freuen, egal ob ihr mitreitet oder nur zuguckt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde jetzt das Heidrun kaufen, Leute. Und hätte ich jetzt gesagt, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Star Stable Online. Heute kam das Winter-Update in SSO. Ich habe meinen Fonzie ausgepackt, Leute. Und heute kaufen wir das Heidrun. Heidrun ist neu. Es gibt jetzt drei magische Pferde. Ich stehe hier schon im Winterdorf. Im Winterdorf könnt ihr alles Mögliche machen, unter anderem eben auch drei Pferde kaufen. Leider Gottes gibt es keinen direkten Weg von der Starshine Ranch oder von Redwood Point. Das verstehe ich nicht ganz warum, aber ich bin einfach nach Firgrove geritten gerade mit meiner Bambi und ja, so sind wir dann ins Winterdorf gekommen. Falls ihr in einem anderen Heimatstall wohnt, dann solltet ihr da definitiv den Schlitten haben und ja, da ja, ins Winterdorf kommen können. Falls ihr sehen wollt, wie ich das Fonzie gekauft habe, Leute, das habe ich letztes Jahr gekauft, dann verlinke ich euch den Kauf vom Fonzie jetzt im i. Wie gesagt, kaufen wir heute das Heidrun, das so mega voll steht, Leute, dass wir uns damit gar nicht beschäftigen. Wir kaufen das Heidrun jetzt. Oh mein Gott, sie ist so knuffig, Leute. Für alle, die meine Update-News nicht gesehen haben, das Heidrun ist ein Curly und es kann den Curly Shuffle. Sie kostet 850 Starcoins und sie ist kältebeständig. Natürlich, Leute, ist sie kältebeständig, denn sie kommt aus dem Winterdorf. Ihre Stärke ist 2, ihre Disziplin ist 2, Ausdauer 3 und Agilität ist plus 1. Ich finde sie einfach nur zucker, zucker süß und ich hätte gesagt, wir holen sie uns für 850 Starcoins. Ihr müsst kein Starrider sein, um sie zu bekommen, denn sie ist im Winterdorf und in Moorland steht ja ganz offensichtlich auch ein Schlitten. Und das ist jetzt hier die verwandelte Form. Und sobald wir aus unserem Heimatstall draußen sind, auf der Starshine Ranch, werden wir ihre unverwandelte Form sehen, die mir persönlich auch mega gut gefällt. Meine Heidrun wird Winter Princess heißen und sie hat natürlich auch wieder einen Rufnamen, da sie ja ein Heidrun ist und ich den Namen mega putzig finde, Leute, werde ich sie Heidi nennen. Heidi, herzlich willkommen bei Dakota im Stall. Ja, Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Und dann sind wir im Stall angekommen, Leute, und ich habe meinen Stall ein bisschen umgestellt. Meine Bambi steht jetzt neben Heidi und meine kleinen süßen Winterpferde, die werden jetzt in den nächsten Wochen natürlich die ganze Zeit geritten. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich mich von Epona trennen kann, denn ich liebe Epona und ich reite einfach wahnsinnig gerne mit ihr. Vor allen Dingen, Leute, in Redwood Point mache ich unfassbar gerne die Dailies mit ihr. Aber ich hätte gesagt, wir gehen rein zu unserer kleinen Heidi und kuscheln als allererstes für die Liebe. Denn sie hatte einen weiten Weg, einen sehr, 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 sehr weiten Weg vom Winterdorf hierher auf die Starshine Ranch. Noch einmal bitte. Oh mein Gott. Sie ist so unfassbar putzig, Leute. Ihre Hörner sind einfach so mega nice und guckt mal ihren Schweif an. Oh, jetzt habe ich mich durchgeglitscht. Sie sieht so unglaublich toll aus, Leute. Das Leopardenfell sieht richtig schön gearbeitet aus. Seht ihr das? Es hat sogar hier eine Schattierung, wo sie den Aalstrich hat. Und es ist einfach wunderschön gearbeitet. Also ich kann nichts Negatives zu ihr sagen bis jetzt. Ich saß natürlich aber noch nicht drauf. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere, was mir nicht gefällt. Bis jetzt muss ich aber definitiv sagen, die kleine Heidrun ist eine 10 von 10. Wir machen mal das Interface an und bevor ich mich draufsetze, versorgen wir die kleine Maus als allererstes was zu trinken. Oh mein Gott, das sieht putzig aus und bei mir ist irgendwie gefühlt immer mein Hut. Oh mein Gott, wie sie guckt! Als ob sie so knuffig ist. Mein Hut ist irgendwie gefühlt immer im Weg, Leute, aber ich liebe meinen Hut, es tut mir leid. Ja, das ist in Ordnung, hätte ich gesagt. Das ist in Ordnung und dann geben wir ihr noch Orangili. Möchtest du eine Orange? Ja? Und ist aber zaghaft. Vielleicht kennt sie keine Orangen. Ist das putzig? Dann sind wir das allererste Mal draußen, Leute. Wir stehen gerade vor unserem Heimatstall. Und das ist Heidrun ohne ihre verwandelte Form. Oh mein Gott, sie ist so mega.
mega schick, Leute. Das ist der absolute Oberknaller. Guckt mal, wie schön sie ihr Köpfchen annimmt, wenn wir traben. Das gefällt mir bis jetzt extrem gut. Der Reiter, der sitzt auch nicht so komisch im Pferd oder so. Gefällt mir richtig gut, definitiv ohne Sattel. Wir galoppieren jetzt mal ganz kurz noch an. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich feiere sie. Leute, sie ist mega, mega, mega sick. Und was wir jetzt auch noch ohne Sattel machen, alles andere machen wir mit Sattel dann auch gleich noch, Leute. Wir machen ganz kurz den Curly Shuffle, wo sie da so ein bisschen, da drückt sie ein bisschen ihren Rücken weg. Der Curly Shuffle ist aber eh nicht so meins, muss ich gestehen. Aber sieht bei ihr definitiv auch nicht ganz so schlecht aus. Wir quetschen uns durch den Autos durch. Habt ihr das gesehen? Was ist denn mit mir? Dann sind wir im Winterdorf angekommen und ich fühle mich immer noch ein bisschen gemobbt, Leute, dass ich jetzt jedes Mal nach Firgrove reiten muss oder 20 Schillinge ausgeben muss, um in einen anderen Heimatstall zu reisen, um ins Winterdorf zu kommen. Ich hoffe, dass SSO das einfach nur vergessen hat und bald fixen wird, denn das ist schon ein bisschen fies, oder? So, wir sind natürlich im Shop. Im neuen Shop, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Und wir gucken mal ganz kurz, wie das Set aussieht auf ihr. Gefällt mir mega gut, das Set. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es für sie wirklich kaufen möchte. Also ob sie diejenige ist, die das dann dauerhaft tragen wird. Aber das Set sieht mega hübsch aus. Der Sattel kostet 100 Starcoins, die Decke 80 und die Boots 25. Wie immer möchte ich kein klassisches Winterzaumzeug haben. Denn mir gefällt einfach gefühlt bei jedem Pferd, egal bei welchem, einfach das Bosal besser. Ich hätte gesagt, wir kaufen auf jeden Fall jetzt mal die beiden Sachen. Und ziehen es der Heidrun schon mal an. Was wir nicht bekommen haben, oder ist es irgendwo anders? Nee. Was wir nicht bekommen haben, ist eine neue Satteldecke oder eine neue Satteltasche. Wobei die schon extrem schön ist, oder? Wollen wir die dazu nehmen? Ich hätte gesagt, wir kaufen die, Leute, oder? Ich finde die mega sick. Haben wir ein Pet? Nee, wir haben gar kein Pet dabei. Ja, moin, Leute. So, was haben wir denn im Moment hier? Wir hätten das hier. Ansonsten müssten wir ihr, glaube ich, ehrlich gesagt, ein neues Bosal kaufen. Denn, wir haben keins mehr. Ein paar Sekunden später. Außerdem möchte ich gerne der Dakota diese Jacke kaufen, Leute. Ich finde die mega, mega sick. Und ich hätte gesagt, so sehen wir definitiv fit für den Winter aus. Dann gucken wir uns noch die verschiedenen Bosale an, die wir zur Verfügung haben. Das hätte ich mal nicht rausgebracht, Leute. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, mir gefällt das Schwarze definitiv am besten. Und falls ihr euch gerade fragt, Sandy, das hast du doch schon, ja. Aber ich mache das nicht mehr, Leute, dass ich für 5 Pferde ein Outfit habe, denn mich stresst es einfach mega, wenn ich immer die verschiedenen Outfits von den verschiedenen Pferden glauben muss, wenn ich eins der Pferde reiten möchte. Das heißt, wir kaufen nochmal dieses Bosal. Gehen rein und ziehen das Bosal an. Und dann ist unsere Heidrun fertig. Nice. Ich hätte gesagt, da Heidrun ja aus dem Winterdorf kommt, zeige ich auch jetzt alle Gangarten mit Ausrüstung. Und zwar gehen wir als allererstes im Schritt los. Das finde ich, sieht sehr, 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 sehr hübsch aus. Sie ist wirklich ein wunderschönes Tierchen und... Ah, ich weiß nicht, ich glaube, dass ganz viele von euch, die Curlys absolut nicht mögen, kein Problem haben werden mit Heidrun. Oh mein Gott, ich finde sie mega putzig. Guckt mal, das ist der Trab. Das sieht richtig hübsch aus. Und sie ist so schön gearbeitet. Ich mag sie. Dann hätte ich gesagt, gehen wir einfach mal ein bisschen schneller in den Galopp. Und das ist übrigens die Rückenansicht. Der Reiter, der glitscht auch nicht irgendwie komisch im Pferd. Er sitzt auch nicht zu tief oder so. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, was haltet ihr bis dato von Heidrun? Mir gefällt sie sehr, 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 sehr gut. Und ich muss ganz klar sagen, bis auf den komischen Curly Shuffle, der mir persönlich vollkommen egal ist, läuft sie wirklich schön. Sie läuft wirklich schön. Dann gehen wir mal ein bisschen schneller. Ja, der Reiter sitzt wirklich richtig, richtig gut auf ihr. Seht ihr das? Der Reiter sitzt wirklich richtig, richtig gut auf ihr. Und Renngalopp! Wuhu! Und wir machen einen Stopp. Nice. Sie sieht mega hübsch aus. Und dann steigen wir. Das ist ein bisschen komisch bei den Collies. Wartet. Aber ich finde es irgendwie ein bisschen knuffig. Guckt mal. Und? Geschafft. Gott sei Dank, Sack.
Gott sei Dank. Das hast du fein gemacht, Heidi. Das hast du ganz, ganz fein gemacht. Dann gehen wir natürlich noch rückwärts. Das sieht auch sehr, 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 sehr schön aus. Und wir steigen nochmal, weil es so lustig war. Dann reiten wir natürlich noch ein Stückchen entlang und ich zeige euch das Ganze noch von unserer Perspektive, wenn wir reiten. So stoppen wir. So gehen wir zurück. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht so ganz, ganz laut mein Geklapper. Und das ist die kleine Maus. Wir machen jetzt noch einmal den Curly Shuffle, Leute. Aber der Curly Shuffle, der ist ein bisschen weird. Aber Leute, ich muss ganz klar sagen, ich finde, also sie drückt auch mega krass hier ihren Rücken runter, aber der Reiter sitzt nicht so mega komisch drauf wie bei den normalen Curlys. Und es gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut, wobei ich den Curly Shuffle eh nie nutze. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, nutzt ihr den Curly Shuffle? Ich nutze den eh nie, von daher ist es mir eigentlich relativ egal, wie der aussieht. Und mit 850 Starcoins war ja Heidrun jetzt auch nicht unbedingt teuer. Als letztes steigen wir natürlich noch ab, wenn Dakota, nee, Dakota hat gerade keine Zeit. Ich so, X, und Dakota so, ne, das kannst du knicken. Sie möchte nicht absteigen. Ich weiß nicht, warum. Dakota, steig von deinem Pferd ab. No. Dann musste ich mich reloggen, Leute, weil die Dakota konnte sich einfach nicht beherrschen und konnte nicht mehr von ihrem neuen Pferd absteigen. Das funktioniert aber jetzt einwandfrei. Wir sind auf der Starshine Ranch und jetzt habe ich auch dich, kleines, knuffiges Ding. Oh mein Gott, Leute, das ist mega putzig. Das werden wir auf jeden Fall im Livestream machen, wenn ihr darauf Lust habt, denn endlich klappt's. SSO hatte aber auch kurz einen Hotfix, Leute. Wir kuscheln jetzt als allererstes nochmal für die Liebe und dann nehmen wir das kleine Mäuschen, machen das Interface aus und gehen einfach mal entlang, dass ich noch zeigen kann, wie sich das Ganze aussieht. Oh mein Gott, Leute, ich bin lost. Wenn wir unsere kleine Heidi führen. Und ich muss ganz klar sagen, der erste Eindruck ist richtig, richtig super. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ich irgendwas vergessen habe, kommt einfach ab 17 Uhr in den Stream und stellt eure Fragen da. Ich versuche, alle Fragen zu beantworten. Denn ich habe gesagt, was ist von diesem Pferdekauf von unserer Heidrun? Unsere kleine Heidi ist eingezogen. Falls es euch gefallen hat, Leute, lasst doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!